zu haben in der Luft. Das ist ja, glaube ich, eine der krassesten Strecken, auf der ich seit langem war. So Leute, wir sind mal wieder on Tour, eingeladen vom Porsche wegen diesem Fahrzeug hier. Cayenne Turbo GT. Also heißt Urus-Gegner, RSQ8-Gegner. Brutales Gerät. Ihr seht es hier, na, man kommt an, hat einfach ein richtig schönes Line-Up. Wir konnten uns jetzt keinen raussuchen, wir haben aber den hier bekommen. Finde ich eine sehr gute Wahl. Grün ist sehr exotisch, hat mir auch gut gefallen. Aber unserer ist in Arktik-Grau mit goldenen Felgen. Na? Es ist unfassbar heiß, also es ist nicht so ein Schnee-Schweden-Event, sondern es hat 28 Grad und wir hocken uns jetzt ins Auto, fahren nämlich zur Rennstrecke, gibt es eine Rennstrecke und da können wir heute das Auto richtig geil testen und uns austoben. Deswegen, also viel besser könnte es eigentlich laufen. Los geht's. So, wir haben uns jetzt hier einen schönen Spot auf der Insel gesucht, Leute. Die Sonne brennt runter. Aber macht nichts. Bevor es jetzt gleich auf die Rennstrecke geht, glaube ich, schauen wir uns das Auto mal gemeinsam an. Na, also optisch, glaube ich, ist es immer noch ein Cayenne. Heißt ein großes SUV, aber natürlich hat Porsche dann sich gesagt, hey, das ist unser sportlichstes Modell. Das muss man auch ein bisschen sehen. Die Frontlippe ist ein bisschen weiter rausstehend, die schwarze. Wir sehen auch, das Auto hat natürlich sehr große Öffnungen. Das liegt damit zusammen, dass hier die Ladeluftkühler sind und natürlich hier ordentlich Leistung ist, die funktionieren muss und lang funktionieren muss. Wir haben den V8 Biturbo, den Motor, den wir aus vielen Fahrzeugen kennen, 4-Liter-Motor. Hier in der Variante 640 PS, 850 Newtonmeter. Also zum Vergleich mal 10 PS weniger wie beispielsweise ein Urus, aber 40 mehr als der RSQ8. Und was halt hier echt super cool kommt an dem Auto, sehen wir gleich auch noch innen, ist diese Kombo aus diesem Arktikgrau, diese schwarzen Verbreiterungen, die wir hier sehen, ne, die sind hier angesetzt und dann das Melodyne, so heißt diese Goldfarbe. Das ist nämlich nicht nur außen an der Felge, sondern das sehen wir vor allem auch gleich drin. Spiegel aus Carbon, Dach aus Carbon, ihr habt es schon richtig erraten. Und dann kommen wir hier an den hinteren Teil und da wird es jetzt relativ frech. Einmal hier diesen Carbon-Spoiler, den wir hier sehen, kommt sehr, sehr cool. Aber, das sehen wir jetzt hier im Stand nicht, aber später, wenn wir fahren, vor allem hat man hier einen ausfahrbaren Heckflügel, der natürlich für Stabilität und Abtrieb auf der Rennstrecke sorgt. Und das schaut schon krass aus. Wir sind ja vorhin hinter ein paar hergefahren. Das fährt richtig raus, das Ding. Also auf jeden Fall ultra nice. Und dann kommen wir schon zum Diffusor. Jetzt habe ich das Auto tatsächlich auch schon gesehen, als es noch gar nicht draußen war, nämlich als wir in Papenburg waren und mit dem Johann Abt RS6 gefahren sind. Da war der nämlich auch noch ein bisschen versteckt, aber da konnte man schon wissen, dass was kommt, vor allem an der Abgasanlage. Ne? Die ist mittig, Titanium-Abgasanlage, schaut cool aus, finde ich, ne? Mal ein bisschen anders. Finde ich auf jeden Fall stylisch, Carbon-Diffusor. Also es ist ein SUV, es ist ein großes, schweres Auto, aber eigentlich ist es so, wie wenn man so einen normalen Cayenne mit einem Porsche GT3 ein bisschen kreuzigt. Wie wenn die einmal Liebe machen, dann kommt ein Porsche Turbo GT dabei raus. Und das hat man uns auf jeden Fall versprochen. Vor allem auch, wenn man so Beschleunigungswerte und solche Sachen sich durchliest, dann klingt das echt brachial. Na, das Auto hat den Rekord auf der Nordschleife auch noch geknackt, muss man vielleicht auch dazu sagen. SUV-Rekord vom RSQ8 zurückgeholt. Sind, glaube ich, nur 4 Sekunden Unterschied, ist gar nicht so viel. Aber auf jeden Fall ist es passiert. Und jetzt hier drin, bevor wir gleich einsteigen und auf die Rennstrecke gehen, muss ich sagen, finde ich eins besonders cool, nämlich dass dieses Melodyne, also dieses Gold der Felge, im Interieur sich durchzieht. Man hat ganz, ganz viel so Alcantara-Elemente und die Nähte sind alle in dieser Farbe, in diesem Melodyne. Im Sitz ist es ebenfalls. Der Stick Turbo GT im Sitz auch in dieser Farbe. Und das Allercoolste finde ich den Gurt. Der wirkt unfassbar edel in dieser Farbe. Das ist echt schick. Das macht richtig was her. Wir schauen mal noch ganz kurz hinten rein, der Vollständigkeit halber. Hier ist Platz für zwei Leute. In der Mitte sitzt man nicht mehr so richtig gut. Kann man, muss man aber nicht. Dafür sitzt man hier halt geil. Ne? Also hier mit Halt auch überall die kleinen Details. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schickes Auto. Ich würde sagen, wir ballern euch jetzt Bilder rein, schnallen uns mal an, machen uns mal bereit. Denn auf der Rennstrecke hier können wir wirklich mal testen, wie sich das anfühlt. Und das ist für mich ja echt immer das Spannendste, wenn man sich richtig geil austoben kann. Starten wir.
So, unser Instruktor gibt Daumen hoch. Das ist das Zeichen für gib ihm, hoffe ich mal. So, wir fahren mal raus. Hier sind alle besorgt, ob das Auto heile wiederkommt. So, jetzt sitzen wir hier im Turbo GT, Leute. Da vor uns ist eine unfassbar wilde Rennstrecke, die wir jetzt gleich brettern. Aber bevor wir losfahren, noch ein, zwei Einstellmöglichkeiten, die ich euch zeigen will. Zum einen haben wir hier, man kennt's, Dämpferregelung, ne? Also Härtestufen, die man einstellen kann. Dämpferkennlinien werden eingestellt. Machen wir jetzt hier so, das heißt auf maximal sportlich. Vom Infotainment-System hat man hier das, ja, das Neueste vom Neuesten, was Porsche zu bieten hat. Na, kennt man, digitale Anzeigen, wir haben den analogen Drehzahlmesser, der im Übrigen auch in dem Melodyne Gold ist, genauso wie die Uhr hier. Also auch das finde ich sehr nice. Das wirkt so edel, diese Farbe. Ganz geil, echt mega. So, dann kann man hier auf Fahrzeug gehen, dann sieht man noch mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Fahrmodus, so hier Sport Plus, zack, na, sehen wir, alles ist auf sportlich. Fahrwerk, das haben wir gerade schon gemacht, sehen wir auch hier nochmal Sport Plus. Fahrwerksniveau, auch das kann man einstellen, ist eine Luftfederung, na, gibt vier verschiedene Stufen, wir wollen aber tief. Sportabgasanlage, zack, kann man hier auch machen und Spoiler ausfahren, das machen wir jetzt aber nicht, weil das brauchen wir nicht im Stand und im Stand geht er auch nicht ganz so hoch wie auf der Strecke, das sehen wir sowieso dann gleich noch. Porsche üblich, könnte man das jetzt auch hier einstellen, ne? Also muss man jetzt nicht hier am Display machen, man kann das auch hier einfach schnell machen oder hier drauf drücken, Sport Response, 20 Sekunden, gib ihm, aber jetzt machen wir erstmal noch einen Soundcheck und dann Attacke. Das hört sich gut an. So, ich bretter jetzt mal los, dann hört ihr das vielleicht noch mal von außen, wie das klingt, oder? Machen wir mal kurz, ich mach mal eine Launch an, wir machen gleich noch richtig, aber hier geht's bergab, aber einfach nur fürs Feeling, einmal. Okay. Geil war diese erste Kurve hier allein schon. Also Leute, das ist jetzt hier die kleine Aufwärmrunde, bevor wir gleich mal ein bisschen Attacke machen. Was ist wichtig zu sagen noch bei so einem Auto? Ich glaube, man muss schon echt betonen, dass über die Jahre sich diese SUV-Klasse ja komplett verändert hat. Na, das ist ja nicht mehr irgendwie ein Dickschiff, was irgendwie rumwankt und rumschwankt, sondern das sind ja fast schon Sportwagen aufgebockt, muss man fast sagen. So kann man das fast bezeichnen. So, gibt natürlich viel Technik jetzt in so einem Fahrzeug, in diesem Turbo GT. Da macht man es natürlich über die Federn, die ein bisschen härter sind, eine andere Dämpferkennlinie, alles sportlicher, härter, knackiger, na, dass man das halt einfach merkt. Ordentlich Power dazu, immer gut. Auch ganz wichtig, Hinterachslenkung, die ist Wahnsinn. Also Hinterachslenkung generell bei diesen Fahrzeugen ist einfach ein absoluter Gamechanger, muss man so sagen. Und so kannst du dann halt auch auf der Nordschleife solche Zeiten mit solchen Fahrzeugen erreichen, die eigentlich 2,2 Tonnen wiegen, wo jeder sagen würde, sag mal, spinnt ihr? Wie kann man denn mit so einem Ding hier rumheizen? Aber man kann es. So, wir merken das hier direkt auf dieser unfassbar guten Rennstrecke. So geil. Das liebe ich. Das ist genau mein Sitz hier gerade. Boah, eine blinde Kurve hier, aber schnell. Hier ist neu asphaltiert, also es gibt einen alten Streckenteil, das hier ist komplett neuer Streckenteil. Da ist richtig viel Asphalt. Boah, schaut ihr das an, das ist ja geisteskrank hier. Das ist ja, glaube ich, eine der krassesten Strecken, auf der ich seit langem war. Was zur Hölle geht denn hier ab? Also von der Strecke ab kommen nicht so gut mit dem Kies, da bist du relativ schnell weg auf jeden Fall. Wie lang die auch ist, ne? 7,5 Kilometer haben wir hier. Steilkurve einfach, schau dir das an. Boah, diese Vorderachse. So, jetzt was machen wir? Schau mal, wie der reinprügeln kann. Ganz leicht kommt das Heck hier am Gas. Ah,
Also es ist unfassbar beeindruckend. Es ist unfassbar beeindruckend. Sonst bin ich wirklich gar kein so Fan vom Fahrgefühl in SUVs, aber was die D-Klasse sich mittlerweile entwickelt hat mit RSQ8, Urus und jetzt hier natürlich auch noch Porsche, die ja einfach, sag ich mal, für mich auch immer Fahrgefühl an oberste Stelle setzen und auch das irgendwie verkörpern, ne? Dass so ein Auto halt sich geil handelt. Und das tut's einfach, Mann. Das ist, fühlt sich einfach richtig gut an. Du kannst das Auto dorthin lenken, wo du willst. Natürlich ist es jetzt kein 911er, aber für das, was es ist, ist es unglaublich, wie das Auto sich bewegt. Ja, und ich glaube, man sieht auch richtig schön jetzt hinten in der GoPro, wie der Spoiler arbeitet, wie der sich krass nach oben stellt. Also der steht richtig im Wind, der gibt richtig nochmal eine Abtriebsfunktion. Ja. Das hier ist der Oberhammer. Schau dir das an, wie es hier bergab geht. Einfach in die Senke rein mit so einem 2,2 Tonnen Schiff. Oh mein Gott. So. Schikane. Curb. Boom. Ist das geil. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Jump. Pass auf. Das kommt, glaube ich, in der Kamera gar nicht so rüber, aber hat man richtig Angst, ey. Oh. Boah, das hier ist meine Lieblingsstelle. Boah, ist das geil. Schön rein, später Scheitelpunkt. Da kannst du rauf aufs Gas, weil das Banking dich auffedert. Und dann, boom, Power. 640 PS, 850 Newtonmeter. Dieser Motor, ich meine, es ist einfach ein geiles Gerät. Der arbeitet, der schiebt. Die Soundkulisse hier drin ist auch gut, finde ich. Na, die ist jetzt nicht so unangenehm penetrant, aber es kommt einfach was rüber und das Ding drückt hier durch. Unfassbar geil. Jetzt merkt man natürlich irgendwann, dass die Reifen heiß werden. Fängt es ein bisschen mehr zu rutschen an. Ach, diese Bremsen, ne? Keramikbremsen. Ihr müsst mal bedenken, was die alles runterbremsen müssen. Diese Masse von Fahrzeug. Und du kannst hier vollen guten Gewissens reinhacken und das Ding beißt. Bam. Was ebenfalls noch positiv ausfällt, ist Schalten. Das Getriebe, wie es arbeitet, so smooth, wie der die Gänge reinhackt. Und vor allem beim Runterschalten. Also beim Runterschalten gefällt es mir richtig gut, wie er die Drehzahl lässt, wie er dich richtig in einem sportlichen Fenster drin lässt. Oh, schau dir das an. Ich schwör's dir, steht der Schweiß auf der Stirn. Aber jetzt springen wir, komm. Boah! Jetzt waren wir in der Luft! Jetzt waren wir in der Luft! Oh mein Gott! Wie geil! So, jetzt ist Cooldown. Cooldown, glaube ich, angesagt. So, Cooldown, Leute. Ja, kommt richtig. Guck mal, Klimaanlage ein bisschen machen. Ey, diese Strecke, das Setting hier, das ist genial. Das macht so viel Spaß. Unfassbar gut einfach nur. Hammer, 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 Hammer. Geil. Also, Fazit so vom Fahren her. Ist echt, also es flasht mich extrem einfach, was SUVs können mittlerweile.
Na, also, dass du sagen kannst, hey, du kaufst dir so ein Auto. Es hat ja einen Grund, warum Leute sich SUV kaufen. Ich finde das ja einfach vom Platz her, von der Geräumigkeit, vom Fahrgefühl her geil, auch so oben zu sitzen. Aber es gibt halt auch Leute, die dann trotzdem Bock haben, dass es sich sportlich anfühlt. Und das tut es einfach. Es tut es wirklich. Das Ding lenkt präziser ein wie so manche normale kleine Kompaktwagen, sage ich euch. Das fühlt sich so gut an, wie die Vorderachse erstmal funktioniert. Einlenken bis zum Scheitelpunkt. Auto fühlt sich echt super stabil an. Auf der Bremse, du kannst reinbremsen. ABS regelt mega. Du gehst ans Gas. Heck kommt leicht, aber cool. Super kontrollierbar, super angenehm. Und Power, hör mir auf, ey. Also, das Ding schiebt ja nur noch vorwärts. Geil. So, dann machen wir jetzt hier mal eine 0 auf 100. Alles in Sport, alles ready. Bremse durchdrücken, Vollgas geben. Und los geht's. Vier zeigt er mir an. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich gequält, den Kollegen. Geil, geil, geil. Eine der geilsten Rennstrecken, die ich seit langem gefahren bin. Unfassbar gutes Fahrzeug. Mega Handling. Leute, das ist ein sehr schönes, geiles Auto, performt unfassbar gut für ein SUV, hammermäßig. Die 0 auf 100, die wir jetzt hatten, war eine 3,5. Das ist langsamer als Angabe. Angabe ist 3,3 und die sagen auch hier, dass sie teilweise das schneller schon hatten. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt auch die ganze Zeit geprügelt, es hat 30 Grad. Irgendwann ist vielleicht auch mal einfach irgendeine Grenze erreicht. Also ich glaube, wenn Porsche das angibt, dann kann man dem auf jeden Fall glauben. Hammermäßig, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, saugeil. Lasst gerne mal eure Meinung zum Auto da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.